Im letzten Video habe ich davon gesprochen, dass ich vorhabe, noch eine kleine Bootstour dieses Jahr zu machen. Wie man aber im Hintergrund schon erkennen kann, ist es aufgrund des schlechten Wetters leider ins Wasser gefallen. Des Weiteren ist jetzt noch die Überlegung, ich gehe wahrscheinlich nächstes Jahr nach Hamburg. Dementsprechend sind die Mieten dort exorbitant teuer. Deswegen gibt es die Idee, ein Boot zu kaufen, worauf man leben kann. Aus diesem Grund sind wir heute in Bremen und werden uns eine Coronado 35 angucken, die hoffentlich meinen Vorstellungen entspricht. Aber das seht ihr nach dem Intro. Die Coronado 35 ist eine Catch mit Center Cockpit, die in den 70er Jahren von William Tripp Jr. entworfen wurde. Durch das Center Cockpit sollte das Schiff für die 10,5 Meter relativ viel Platz haben, bringt dafür aber auch 6 Tonnen auf die Waage. Zuerst haben wir begonnen, das Unterwasserschiff der Coronado zu begutachten. Dies sah sehr ordentlich aus, bis auf die Wasserkante. Der Schiffslack wurde erneuert und dafür wurde etwas von Anti-Fouling mit abgeschliffen. Nach dem Erneuern des Lacks wurde sich nicht weiter um das Schiff gekümmert. Es steht seit 3 Jahren bereits an Land, da der Eigner gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, es zu verwenden. Es gab keinerlei Hinweise auf Osmose und die Auslässe sahen frei aus. Als nächstes ging es aufs Deck. Das Schiff hat eine elektrisch aufholbare Winde und eine Catch-Takelung. Zum letzteren gehen wir später noch einmal ein. Das Deck macht einen relativ ungepflegten Eindruck, was aber an der Sauberkeit des Schiffes lag. Die Kuchenbude hat ein paar Stellen, welche überholt werden müssen, macht aber einen soliden Eindruck. Vom Deck ging es im Anschluss in die Plicht. Die Persenning hat viele Einzelteile, die geöffnet werden können und viele Variationen zulassen. Insgesamt hat diese einen ordentlichen Eindruck gemacht. Die Steuersäule ist zwar nicht die schönste, jedoch ist ein Autopilot von Raymarine und ein Plotter vorhanden. Andere Instrumente sind nach dem Eigner testweise angebracht worden, wobei 2 Geräte nicht angeschlossen sind. Vorhanden ist ein Ruderstellungsanzeiger, eine Logge und ein Tiefenmesser. Die Steuereinheit von dem Motor macht auch einen guten Eindruck. Gehen wir nun in den Innenraum. Mit der vorhandenen Sitzecke ist der Salon relativ geräumig und die Küche bietet auch alles, was man so braucht. Durch die Leiter merkt man auch erstmal, wie weit man in das Boot absteigt, im positiven Sinne natürlich. Unter und hinter den Sitzen bietet das Schiff auch noch sehr viel Stauraum, was von dem Eigner nicht einmal ausgeräumt wurde. Dort haben wir erstmal festgestellt, dass das Schiff in Spanien gebaut wurde. Messingschild, ja. Ja, also die ganzen Daten nochmal. Ja, USA Manufacturers. Bild bei... Ach, das wurde in Spanien gebaut, das Schiff? Ja. Neben der Küche ist ein Steuerpult für die elektrischen Verbraucher vorhanden. Hier mal ein kleiner Vorgriff. Bei einem Blick in die Elektrik würde sich jeder Elektriker übergeben müssen. Für die Größe vom Schiff ist das Bad ziemlich großzügig. Der Boden ist glänzend, sodass geduscht werden kann. Die offenen Steckdosen habe ich in dem Zusammenhang aber nicht verstanden. Sonst ist noch eine Toilette zum Pumpen vorhanden. Unter der Sitzecke im Salon befindet sich der Dieseltank aus Edelstahl. Dieser hatte wohl auch mal einen Dieselpestbefall, wurde aber aufgeschnitten und gereinigt. Natürlich ist er nicht mehr original. An der Seite ist ein Peilstab angebracht, um den Füllstand des Tanks herauszufinden. Im hinteren Teil des Schiffs befindet sich die Eignerkajüte. Das Bett ist sehr groß und es befinden sich 2 weitere Schränke in dem Raum. Von der Aufteilung her ist das schon ein sehr schöner Segler. Direkt unter der Plicht befindet sich der Motor, die elektrische Einrichtung, Warmwasserhitzer und so weiter. Kurz gesagt also alles Wichtige. Der Motor ist von 2007 und damit gar nicht mal so alt. Es ist ein Vetus 4.17, wozu es nach wie vor noch sehr viele Ersatzteile gibt. Im Motorraum an sich ist alles soweit trocken und nichts hat einen außergewöhnlich schlechten Eindruck gemacht. Wie gesagt ist die Verkabelung ein Traum, aber gut, was soll man für ein Schiff aus den 70ern erwarten? Die Timebandit sah früher auch nicht besser aus. Gut, die hatte auch viel weniger Verbraucher, aber das ist eine andere Geschichte. Im Vorschiff gibt es noch ein weiteres Zimmer. Dort sind 2 große Bugskissen untergebracht und der Frischwassertank befindet sich in der Spitze. Der muss nur aufgearbeitet werden, da er ziemlich dreckig ist. Sonst liegt sehr viel Kram dort. Achso, die Angeln werden auch mitverkauft. Riskieren wir nun noch einen Blick in die Bilch, oder das bisschen Bilch, was das Schiff hat. Man ist wirklich ziemlich weit unten im Schiff, dort ist alles soweit sauber, lediglich die Kielbolzen sind etwas verrostet, aber alle sind noch fest. So, also wir haben uns jetzt das Boot angeguckt.
Es ist ein sehr schöner Kahn, muss ich sagen. Gefällt mir schon ziemlich gut. Drin ist es trocken. Der Motor scheint auch noch nicht so weit gefahren zu sein, beziehungsweise hat 600 Stunden auf der Uhr. Was eigentlich ganz okay ist. Vier Zylinder, zwei Kreislauf-Kühlsystemen so rum. Also ich werde es im Auge behalten. Die nächste Sache, die jetzt anstehen würde, wäre, dass ich in Hamburg gucke, ob ich da Liegeplatz für das Boot finden würde. Wenn das glückt, kann ich auf jeden Fall darüber nachdenken, das wirklich in die Tat umzusetzen. Weil alternativ ohne Platz macht das natürlich keinen Sinn. Das wird sich dann zeigen und dann müsste ich vielleicht noch das Angebot irgendwie aushandeln. Finanzplan erstellen, ganz wichtig, wie das denn die nächsten zwei Jahre laufen würde, ob sich das rentiert oder nicht. Und ja, das ist soweit alles. Also an und für sich ist die Coronado, glaube ich, hieß er, 35, ein echt schönes Schiff. Also auch Center Cockpit, ne? Und Innenraum ist natürlich für ein 35er Größe schon ziemlich bombastisch, würde ich sagen. Einiges ist natürlich auch zu tun, wie der Wassertank, den man von innen irgendwie erneuern müsste. Inwiefern, keine Ahnung. Aber naja, das sind, glaube ich, die kleinsten Probleme. Der Rest scheint ja ganz gut zu sein. Eine Basis.